Die Rezeptur, die ich vorstellen möchte, ist eine der großen hitzeausleitenden Rezepturen. Hochpotent in ihrer Wirkung, das Wuwei Xiao Duan, also Wu, die fünf Sachen, die sich dahinter verbergen, fünferlei Auslöschen des Vulkans, Vulkan des Feuers, also eine hitzeausleitende Rezeptur. Klärt Hitze, kühlt das Blut, bekämpft Bluttoxine, Hitzetoxine, mindert Schwellung, unterstützt außerdem die Ausscheidung von Schadstoffen und Toxinen. Yin Yin Hua, Floß Lonicere, als eine der wichtigsten Substanzen drin, Yuhua, Floß Chrysanthemi, am stärksten enthalten als so ein Kaiserdroge, das Ziwa Diding, das Herba Violet, dazu der Löwenzahn, Herba Taraxi, Pu Gong Ying, Lin Qiao und Yu Xing Qiao. Die einzelnen wichtigsten Bestandteile, gucken wir uns das Herba Taraxi, den Löwenzahn zunächst einmal an, ist von seinem Geschmack bitter, ein bisschen süßlich, ist eine kalte Substanz, Haupttrophismus ist Leber und Magen, hat eine stark hitzeausleitende Wirkung und wirkt in welchen Bereichen besonders, klärt Hitze, leitet Feuchtigkeit aus, begünstigt die Diurese, unterstützt die Ausscheidung von verschiedenen Schadstoffen und nebenbei fördert es die Milchproduktion. Weitere wichtige Substanz ist eben das Floß Lonicere, die Geißblattblüte, süß, kalt, Haupttrophismus, Lunge, Magen, Dickdarm und Herz. Von der Wirkrichtung leitet Hitzetoxine aus, drainiert Hitzetoxine. Von der Wirkung dann her klärt Hitze, löst Hitzetoxine, vertreibt äußeren Wind und Windhitze, klärt Hitzenässe aus dem unteren Erwärmer. Die nächste wichtige Substanz in dieser Fünf-Elemente-Rezeptur, vulkanauslöschenden Rezeptur, ist das Floß Chrysanthemi, Yuhua, die Chrysanthemenblüten, Floß, das steigt immer nach oben, scharf, süß, ein bisschen bitter vom Geschmack her, kühl, Hauptbezug zu Lunge und Leber, Wirkung nach außen öffnet, zentrifugal, vertreibt Wind, vertreibt Hitze, klärt die Augen, klärt die Sicht, beruhigt den Leberfunktionskreis, eliminiert inneren Leberwind und löst toxische Hitze. Eine weitere noch zu erwähnende Substanz aus dieser Rezeptur sind die Forsythienfrüchte, Fructus Forsythiae, Lian Qiao, Geschmack bitter, leicht scharf, kühles Temperaturverhalten, Lunge, Gallenblase, Herz als Hauptwirkorte, von der Wirkrichtung her Hitzetoxine drainierend und daraus ergibt sich dann von der unmittelbaren Wirkung. Es klärt die Hitze, löst Toxine, mindert Abszesse und zerteilt Verklumpungen, Zusammenballungen. Also wenn wir uns die Gesamtrezeptur halt angucken, wir haben einige potente Substanzen drin, um zu kühlen, um Hitze auszuleiten, also hitzeklärende Rezeptur, toxische Hitze auflösende Rezeptur. Damit, welche klinischen Symptome kann man damit angehen? Furunkel, Erysipel, Karbunkel, Akne, Schuppenflechte, eitrige Wunden. Wie erwarten wir den Zungenkörper? Wir sprechen von einer Hitzesymptomatik. Also der Zungenkörper ist eher rot, mit sichtbaren Papillen an vielen Stellen, je nachdem wo die Hitze ist, an verschiedenen Bereichen der Zunge. Der Zungenbelag ist häufig schon ein bisschen verbrannt, also ist leicht vermindert. Wenn Belag vorhanden ist, ist er eher gelblich durch die Hitzezeichen. Der Puls ist natürlich schnell. Und welche klinischen Symptome ergeben sich? Anwendungsbeispiele, wie gerade schon mal angesprochen, Furunkel, Karbunkel, Erysipel, Mastitis, eitrige Wunden, aber auch Akne oder Schuppenflechte. Haben wir noch mehr an Hitzesymptomatik da, dann würde man die Grundrezeptur kombinieren mit einer Variation, zum Beispiel mit der Variante Peonia und Gardeniae, der hitzeausleitenden Rezeptur, Fructus Gardeniae aus der Gruppe 2 nach Bensky, mit einer stark bewegenden und Hitze-Bluthitze auflösenden Wirkung, Hitzetoxine, Hitzfeuer ausleitenden Wirkung.